Kyriel. Kyriel entspricht einer der 28 Mondkammern bzw. Mondhäusern. In der Astrologie gibt es 28 Mondhäuser. Es gibt die Häuser des Horoskops, das ist eine Sache, und es gibt 28 Mondhäuser. Wenn man einen Mondmonat nimmt und diesen durch 28 teilt, dann kommt man zu den 28 Mondhäusern. Und jedes dieser Mondhäuser hat einen bestimmten Engel. Und einer der 28 Engel ist damit Kyriel. Und wenn man wissen will, welche Kraft gerade da ist, dann kann man eben diesen Mondkalender nehmen und hat dort den Kyriel. Kyriel ist damit der 20. Tag nach Neumond. Kyriel ist gut dafür, wenn man mit Tieren Kontakt aufnehmen will. Kyriel ist nicht so gut für Partnerschaft. Das heißt, am 20. Tag nach Neumond kann es schwerer sein mit der Partnerschaft. Das heißt, die erste Mondkammer beginnt bei Neumond und die letzte wieder bei Neumond. Und das heißt, dazwischen musst du es in 28 Tage einteilen. Da aber die Mondumlaufbahn länger ist als 28, ist es nicht immer genau 28 Tage. Wenn du also dich an Mondkammern oder Mondhäusern orientieren willst, dann musst du schon einen astrologischen Kalender zu Rate ziehen. Gibt es natürlich auch im Internet kostenlos.